Willkommen zurück hier bei Sakura und Darcy im Moonlight Let's Play. Und Sakura begrüßt euch mit ihren schönsten Klängen auf der Geige. Wunderschön. Wir werden uns dann lieber ein paar anderen Dingen widmen, wie zum Beispiel neuen Modeideen. Und ich glaube, du kannst aufhören zu spielen. Wer sich das übrigens fragt, wo es diese Geige gibt, das ist mal wieder ein Store-Objekt. Ich weiß nicht, irgendwann wisst ihr bestimmt alle auch mal, dass ich tausende Store-Objekte habe und die alle sehr, sehr gerne verwende. Und wenn ihr die halt nicht in den Erweiterungen gefunden habt, dann werden die Sachen wahrscheinlich aus dem Store sein. Beziehungsweise ihr könnt auch einfach sowas googeln wie Sims 3 Geige. Und ich glaube, da wird euch sowas auch angezeigt. Wie zum Beispiel, dass das halt ein Store-Objekt ist oder da werdet ihr da halt dahin verlinkt oder so. Ich denke, sowas kann man googeln. Könnt ihr auch mal versuchen. Das ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ich meine, ich beantworte euch auch gern alle eure Fragen. Das Ding ist halt nur, dass ihr wesentlich schneller damit werdet und wesentlich schneller eure Antwort bekommt. Noch viel präziser, wenn ihr es einfach googeln würdet, als wow. Sie stellt einfach die Platte auf den Tisch. Wenn ihr es einfach googeln würdet, als wenn ihr halt jedes Mal mich fragen würdet. So, ich bin ja nicht Google, wisst ihr? Also es ist, ihr könnt mich das fragen, aber es ist halt quasi ein anderer Output an Informationen, als wenn ihr einfach Google selbst fragt, weil Google beantwortet euch das sofort relativ korrekt, je nachdem, auf welche Seiten ihr dann geht, und auch völlig frei von Sarkasmus. Und ich bin jemand, der Sarkasmus mag, zum Beispiel. Deswegen, wenn ihr da einfach nur eine schlichte Antwort wollt, dann ist Google auf jeden Fall meistens euer Freund. Manchmal versteht ihr euch nicht, aber eigentlich ist er euer Freund. Und kann auf jeden Fall helfen. Ich finde das Haus so cool. Ich will eigentlich, ich habe jetzt schon zwei von drei Häuser des Familiencontests fertig. Und das dritte ist halt auch so ein bisschen naturmäßig. Die Person hat selbst auch geschrieben, so ein bisschen vielleicht wie Sakuras und Darcys Haus, nur halt ein bisschen anders, aber halt so von der Art her so ein märchenhaftes Haus irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will. Hier hatte ich ja so ein bisschen die Idee einer Bienenwabe, beziehungsweise das heißt ja dann am Ende Feenwabe, so ein bisschen in Anspielung daran. Aber ich weiß echt noch gar nicht, wie ich das da machen werde. Ich finde es auf jeden Fall echt cool, wie es geworden ist, das Haus hier. Was war das für ein Wunsch? Was hatten wir denn da für einen Wunsch, der jetzt in Erfüllung gegangen ist? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Könnt ihr ja gerne zurückspulen und nochmal gucken. Aber ich weiß das jetzt gar nicht. Ich werde die mal alle gießen. Die ganzen Pflänzchen hier. Wenn die alle schon am Verwelken sind. Ist halt einfach schön, dass das spart einem halt wirklich einiges, wenn man diese Sachen hat, anstatt wirklich den Sim immer selbst gießen lassen zu müssen. Das bringt doch deutlich mehr Zeitaufwand, das selber gießen zu müssen. Vor allem, wenn man halt so einen großen Garten hat. Da ist das schon ganz cool, solche Sprinkleranlagen zu haben. Ich weiß gar nicht, wurdest du jetzt auch mitgegossen? Weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall schon mal voll entwickelt. Bin ich mal gespannt, wann das Kleine kommt. Es ist bisher aber auch nur noch lecker. Ich dachte, das wird dann irgendwann perfekt oder sowas, wenn es dann halt fertig ist. Aber vielleicht hat das auch so ein bisschen was zu tun, von wegen, wie gut die Schwangerschaft ist. Vielleicht kümmern wir uns ja nicht gut genug um das Pflänzchen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was wir da noch zusätzlich machen können. Wir können auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal mit ihm reden. Aber sonst wüsste ich jetzt auch nicht genau, was wir da jetzt noch wirklich machen sollen. Invoke-Virtuosin. Ist auf jeden Fall noch ein ganz schön langer Weg, sich hier zu verbessern. Es sind auf jeden Fall diese Traumkarrieren. Die brauchen auf jeden Fall schon einige Zeit, muss man sagen. Aber so ist das halt.
Die machen auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Und ich würde gern auch irgendwie nochmal wieder Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau spielen. Weil das einfach so viel Spaß macht. Das ist halt einfach meine absolute Lieblingskarriere in Sims 3. Die Feuerwehrkarriere. Ich finde die so super. Vielleicht, wenn wir mal wieder irgendeinen richtig aktiven Sim finden. Oder vielleicht könnte man Ryan zu einem Feuerwehrmann machen. Weil ich bin ja sowieso ein bisschen am Überlegen. Ich weiß nicht, ob Ryan halt wirklich für immer in der Karriere sein soll. Vielleicht ist er ja irgendwann so, vor allem jetzt mit dem Kind und sowas, so ein bisschen auf dem Trip, so von wegen so, ah, ich will Menschen helfen, ich will Leben retten. Ich will mein Talent, meine athletischen Fähigkeiten und sowas irgendwie zum Menschenretten einsetzen oder sowas. Vielleicht ist er ja irgendwie, vielleicht kommt er ja auf den Trip und möchte da auf jeden Fall helfen. Das wäre ja ganz cool. Dann könnten wir vielleicht zum Beispiel aus Ryan einen Feuerwehrmann machen. Warum nicht? Würde ich mal sagen, oder? Ich glaube, das wäre tatsächlich eine Idee, die wir in Angriff nehmen könnten. Da werde ich aber beim nächsten Mal bei Ryan und Stella nochmal nachfragen, ob ihr das so okay findet. Also ich würde das auch nicht sofort ändern. So vielleicht in der Zeit. Vielleicht, wenn er ein Erwachsener geworden ist und so. Also wenn er halt kein junger Erwachsener mehr ist, sondern ein Erwachsener. Ich kann das da ändern, so. Midlife-Crisis und so. Dass er also einen Job wechseln. Vielleicht bekommt er dann sogar den Wunsch. Ich weiß nicht, ob es den Wunsch gibt, wirklich seinen Job zu wechseln. Aber irgendwas in die Richtung gibt es da, glaube ich. Irgendwie seine Karriere entweder zu ändern oder zu beenden. Oh Gott, warum wollen die alle, dass wir irgendwo hinreisen? Nein. Es ist auf jeden Fall voll entwickelt. Ich würde gerne nochmal mit der Pflanze reden. Ah, es wird ein Kind. Wie schön. Ich freue mich schon voll drauf. Wow, und jetzt regnet es. Da hätte ich aber auch nicht die Pflanzen gießen müssen. Ja, naja, ist ja nicht so schlimm. Vor allem wird die Wäsche davon auch nicht unbedingt trocken. Aber okay. Können die Wäsche trotzdem holen. So, ich würde mal sagen. Oh! Es ist sogar in unserem Laden mal ein Job, dass jemand hierher gekommen ist, quasi, um den Job zu erledigen. Ich glaube, wir können auch irgendwann, ich weiß nicht, ob es jetzt schon möglich ist, aber ich glaube, man kann auch irgendwann seinen eigenen Styling-Salon hierhin platzieren im Haus und dann damit arbeiten quasi. Ich glaube, wir brauchen den Fernseher gar nicht. Ich glaube, wir werden nicht Fernsehen. Wir werden mal irgendwie, ich denke mal, wir werden hier bestimmt irgendwann mal eine Umgestaltung machen oder so des Hauses. Vielleicht ein, zwei neue Details einfügen, weil wir das vielleicht so ein bisschen brauchen. Müssen wir mal gucken. Vor allem, wenn das Kind dann kommt, wird das ja hier das Kinderzimmer. Oh mein Gott, das hat so einen schrecklichen. Oh ja. Ihre Arbeitskleidung ist so schrecklich. Ich muss die eben kurz ändern. So. Ey, es ist echt nicht auszuhalten, wenn die so potthässlich rumlaufen. Das geht für mich gar nicht. Ich finde das ganz schlimm. Also ich meine, so kann man ja rumlaufen, wenn man will, aber ich finde, zu ihr passt es halt überhaupt nicht. Ah, ich bin gespannt, ob das was wird. Ich würde mal sagen, wir gehen dann auch gleich schon los. Dann können wir uns nämlich umso besser schon ein bisschen vorbereiten aufs Spiel. Nachdem wir hier fertig sind, mit dem Kleinen zu reden, quasi. So, mit wem sollen wir denn hier quasi ein neues Outfit verpassen? Ah! Die gute Dame, die gute Hayley. Gern, gern, gern. Ich liebe es, am Pool zu liegen, Sonne zu tanken und ein Buch zu lesen. Wenn du mir tolle neue Badekleidung besorgst, wage ich mich das nächste Mal vielleicht sogar ins Wasser.
Dann können wir doch gern mit ihr ein bisschen quatschen. Dann können wir sie hier gern umstylen. Die gute Haley. Und ihr auf jeden Fall schöne Badekleidung verpassen. Das werden wir ja wohl hoffentlich hinbekommen. Und du wirst dich heute mal anstrengen. Deine Laune ist schon mal ganz gut. Wir sind einfach mal gespannt, wie gut wir das diesmal schaffen. Und werden hier auf jeden Fall ein schönes Umstyling absolvieren. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen. Huch, oh Gott. So. Ist jetzt nicht so das spannendste Outfit. Das stimmt allerdings. Da können wir bestimmt noch das ein oder andere machen. Ja, ich denke mal, also ich hoffe mal, dass euch das nicht allzu sehr stört. Einfach nur neue Badekleidung, okay. Aber ich hoffe mal, dass euch das nicht allzu sehr stört, dass wir hier so viel am Umstylen sind. Das ist halt bei Sakura und Darcy so. Ihr habt euch ja gewünscht, oder, ja, beziehungsweise ihr habt euch ja, oder, ja, ihr habt euch ja nicht Darcy ins Team gewünscht, aber ich glaube, ihr habt euch auch drüber gefreut und so, dass sie dabei ist und ihr wolltet ja auch immer, dass ich die Umstyling-Karriere mal mache. Deswegen hoffe ich, ist es nicht allzu schlimm, dass wir hier dann öfters beim Umstyling sind und das halt auch seine Zeit in Anspruch nimmt. Wollen wir einen schicken Einteiler für sie haben oder ansonsten holen wir uns einen Zweiteiler. Ich hätte gern was, was sie so ein bisschen. Was. Bisschen besser betont. Welch der? Mal gucken, was haben wir denn so Schönes? Ich fand, glaube ich, den hier ganz gut. Ich glaube, den nehmen wir. Aber nicht damit. Das finde ich sieht ganz schrecklich aus. Das ist ja ekelhaft. Da holen wir uns lieber ein schöneres Unterhöschen. Das hier finde ich ganz cool. Müssen wir aber farblich ein bisschen ändern. So. Na komm, komm mit. So. Und das machen wir weiß einfach, ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Das ist auch relativ simpel, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal schöner als das, was sie vorher hatte. Ich finde irgendwie, das passt besser zu ihr. Yay! Oh, jetzt kriegen wir von der wieder kein Geld mehr, weil wir sie ja schon mal umgestylt haben. Das ist nervig. Vielleicht sollte ich mir solche Jobs tatsächlich ein bisschen aufheben. Wollen wir mal das Kind umstylen? Die Felicity. Komm, wir werden mal Felicity umstylen. Oder nee, wir werden kein Umstyling anbieten. Wir werden so ein bisschen mit ihr quatschen. Können wir sie herbeirufen? Sie steht da halt in der Tür. Ich weiß, wir haben zwar noch eine andere Aufgabe, aber. Ach, kann die sich nicht bewegen? Ah. Dann werden wir zur zweiten Aufgabe gehen. Ach ja, wir haben richtig gute Laune. Athletik ist auch okay. Teamkollegen passt. Werden wir es vielleicht einmal schaffen, wenigstens zu gewinnen? Ich fände es ja schon schön, wenn wir einfach nur gewinnen würden. Ich will es mir irgendwie gar nicht angucken. Es fängt aber irgendwie auch gar nicht richtig an. Naja, egal. Wir werden es ja am Ende des Spiels erfahren. Wow, okay. Da haben wir wieder eine Menge zu tun.
Ich weiß gar nicht. Ich habe so hart an meiner Fitness gearbeitet. Jetzt möchte ich mir neue Kleider zulegen, die meine schlanke, muskulöse Figur betonen. Okay, David Pock. Gern, warum nicht? Haut er jetzt ernsthaft ab? Gerade jetzt, wo wir den Job erledigen wollten, oder was? Nee, das passt schon. Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Outfits. Ich überlege gerade, wie ich das machen werde. Ob ich euch einfach nur am Ende die Outfits zeige. Ich weiß halt nicht, was. Ihr müsst mir ja mal sagen, ob das wirklich so spannend ist, den Prozess zu sehen. Oder ob es quasi einfach reicht. Hey, Steve. Oder ob es quasi einfach reicht, euch die Outfits am Ende zu zeigen. Oder ob ihr es auch gar nicht sehen müsst. Das wäre ganz cool zu wissen. Wenn ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Wie viel ich davon zeigen kann. Ich meine, das Umstyling machen muss ich ja sowieso. Die Frage ist halt nur, wie ich euch das präsentieren soll, sodass ihr es möglichst angenehm findet. Er hatte auf jeden Fall doch tatsächlich Muskeln. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass die Story auch zum Sim passt und nicht einfach nur irgendwie ist. Ich werde euch jetzt, glaube ich, nur die Outfits am Ende zeigen. Ich glaube, so werden wir das machen. So, ja, der wollte ja ganz schön viele Outfits. Drei Alltagskleidungen, drei Abendkleidungen, zweimal Badekleidung, einen neuen Schlafanzug und eine neue Sportkleidung. Und er wollte alles körperbetont haben oder in Betonung seiner tollen Muskeln. Deswegen ist das sein erstes Alltagsoutfit. Ja, also ich habe halt alles so ein bisschen versucht, irgendwie anzupassen. So, ich habe halt Oberteile bin die Oberteile durchgegangen und dachte mir so, ja, das ist doch relativ körperbetont. Dann natürlich hier so ein ärmelfreies Top als zweites Outfit mit kurzen Hosen, also eher so ein bisschen das Sommerlichere. Vor allem ist mir dann aufgefallen, dass der hier so ein, ja, so ein Plumbob, so ein Diamant als Tattoo hat. So, wer es braucht, ne? Das ist auf jeden Fall sein zweites Outfit. Also, ja, man kann schon sagen, er ist schon muskulös und er möchte das halt irgendwie zeigen. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie vorher anders war vom Körperbau her, dass er sich das jetzt quasi erarbeitet hat. Das ist jetzt quasi das Winteroutfit. Deutlich geschlossener, aber ich finde, es zeigt trotzdem doch noch so ein bisschen den Körperbau. Deswegen dachte ich mir, ist er damit ganz glücklich. Ich habe jetzt meistens einfach nur die Klamotten genommen, die halt schon so da waren, quasi. Also halt, also ich färbe halt so bei anderen Sims, wenn ich das jetzt so gestalte, nicht wirklich nochmal extra ein. So. Hier haben wir dann sein erstes Abendoutfit. Ganz normaler Anzug. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, dass er gern rot mag oder dass er meint, dass ihm rot gut steht, was ich auch finde. Deswegen hat er halt zum Beispiel hier ein rotes Hemd. Also ihr werdet öfters rot bei ihm erkennen. Ja, und ansonsten, ich glaube, bei den Abendoutfits hat er irgendwie immer schwarze Schuhe dazu an, weil ich irgendwie fand, das passt immer so ganz gut. Und bei Abendoutfits sträube ich mich auch so ein bisschen davor, ihm kurze Hosen zu geben. Deswegen hat er jedes Mal eine lange Hose an. Lange Hose, dunkle Schuhe. Hier so ein Oberteil. Kann man nehmen, so für. Also das erste ist halt eher so für sehr formelle Anlässe gedacht und die anderen beiden sind eher für so Partys gedacht. Entweder was Längeres oder ein bisschen was Kürzeres kommt gleich noch. Also es ist nicht unbedingt kürzer, aber es ist ein bisschen luftiger, sagen wir es mal so. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Wenn es dann geladen ist. So. Ja, es ist hier vorne ein wenig luftiger. Ja. Wollte halt einfach ein bisschen Variation reinbringen, ne? So nach Möglichkeit versuchen. Er wirkt schon ein bisschen prollig mit seinen Klamotten, finde ich. Teilweise, aber er will ja auch irgendwie seine Muskeln zeigen. Und wenn er darauf Wert legt, dann interpretiere ich das irgendwie ein bisschen als prollig. Das ist seine Schlafkleidung, ja, nicht sonderlich viel, aber er wollte was Neues und ja, schläft er halt in der Unterhose. Auf jeden Fall, er hat auch noch so ein kleines Tribal hier hinten als Tattoo. Also ein sehr interessanter Typ, kann man so Let's sagen. go. Das ist seine Sportkleidung, die finde ich eigentlich ganz cool, hat auch auf jeden Fall Rottöne dabei. Die Hose ist ein bisschen sehr pink geworden, aber es muss so. Sieht auf jeden Fall sehr sportlich aus, betont natürlich auch seine Muskeln mit den Armen und den Beinen. Und vor allem auch sein breites Kreuz, finde ich, wird da ganz gut Argenza. repräsentiert, auch durch die verschiedenen Outfits. Und dann hat er halt hier als Badekleidung, da wollte er unbedingt zwei Outfits, hat er halt hier zwei unterschiedliche Badehosen, die er trägt. Yo.
Ja, das war dann auch schon die ganze Sache. Ich finde das immer lustig, wenn Leute so ein komplett Umstyling haben wollen. Das ist doch sehr, sehr interessant. Und dann zu welchem Thema auch? Was? Was so? Was? Wie bitte? Das. Oh mein Gott! Hab ich zu viel gemacht oder was? Ich habe halt die. Ich habe halt die Schuhe und die Outfits halt immer. Und die Accessoires immer wieder geändert. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sollte. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Das sieht ja grauenhaft aus. Alter, wie sieht der aus? Mein Gott, vor allem hier mit dieser Frisur, mit Topfrisur, mit Glatze obendrauf. Na, viel Spaß im weiteren Leben. Das ist echt krass. Also, wow. Oh, Violet ist scheinbar gerade auf Party, weil sie ihr Party-Outfit anhat. Das ist schön, dass man das hier so sehen kann. Ich weiß nicht, was wollen wir denn mit unserer guten Darcy gerade so Schönes machen? Das Dingens haben wir hier nirgendwo rumstehen, oder? Ich glaube nicht. Doch, haben wir. Das Prisma Kunstatelier, da wollte ich jetzt mal hingehen. So, wie sieht's denn bei Sakura aus? Nicht so gut. War ja irgendwie schon fast klar. Ist echt schade, dass wir das nicht hinbekommen, auch nur einmal hier zu gewinnen mit dem Team. Und das bei so guter Laune und allem und so guter Vorbereitung. Das ist echt schrecklich. Und das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum ich vielleicht irgendwann mal den Job wechseln möchte. Ich weiß nicht, ob auch mit Sakura, mit Ryan wäre das halt eine gute Idee. Bei Sakura vielleicht auch. Mal gucken. Oder. Also bei Sakura würde ich, wenn dann irgendwie was Freiberufliches dann machen. Also dass sie halt quasi gärtnert, Nektar herstellt oder sowas und damit dann ihr Geld verdient. Und gar nicht mehr so mit dem, was sie bisher so macht. Also mit so einem festen Job würde ich dann so im Anschluss machen, weil wir ja sowieso so viel Geld haben. Wir haben jetzt hier 100.000 geknackt. Das hätte ich halt eher so mir gedacht, dass das halt vielleicht eine Idee wäre, was man mit ihr später machen könnte. Oh nein, ein Kleinkind. Der gute Tommy. Tommy wer? Tommy McDuff. Ah, die McDuffs sind alle hier. Die Jodie und die Faith haben wir beide ein bisschen umgestaltet mal. Gibt's hier oben Toiletten? Ja, sehr schön. Dann gehen wir da mal hin. Ist das auch eine Glasskulptur? Ich gar nicht, dass man auch das auch als Glasskulptur machen kann. So, wir wollten hier oben aber, oder ich wollte hier oben was Kreatives gestalten. Vielleicht wollen wir auch einfach nur mal ein bisschen Malerei üben. Machen wir hier mal einfach mal ein mittleres Bild. So, okay, das haben wir also nicht mehr geschafft, die Aufgabe zu machen. Wenn wir für den Abend noch irgendwas Schönes machen. Irgendwas anderes als nach Hause gehen. Vielleicht das Frühlingsfest besuchen. Ist da denn was los? Sind da denn mal Leute? Die Leute sind halt nie hier. Die sind halt alle irgendwie immer beim Dingens. In der Lounge. Wo könnten wir denn hingehen? Was könnten wir denn machen? Die Familie Musa Mason ist auch nicht da. Können wir hier irgendwas Cooles machen? Ich überlege gerade, was wir Schönes machen könnten. Gehen wir mal die Reitsportveranstaltung besuchen. Ich würde gerne halt einfach mal ein bisschen auswärts auch sein und nicht immer so viel zu Hause. Wir können natürlich hier zum Club und Pool gehen, aber ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt alle Sachen, die ich hierhin platziert habe, mit einer Familie euch zeigen, sondern vielleicht auch ein bisschen mit mehreren Familien. Ja, wir gehen erstmal zur Reitsportveranstaltung.
Und danach. Danach gehen wir nach Hause, da finden wir schon was, was wir tun können. Was wird das denn für ein hässliches Bild? Naja, mal ist zu Ende. Ist ja auch eine gute Motivation, erstmal zu sagen, dass das hässlich ist. Alfred Hopcraft. Sind die Hopcrafts auch Feen? Können wir uns mit denen ja auch anfreunden. Oh, sehr gut. Wir können gratis uns die Reitsportveranstaltung ansehen. Das ist natürlich schön. Weil wenn Alfred eine Fee ist, dann werden ja bestimmt auch die Eltern irgendwie eine Fee sein. Ja, aber mir fällt auch gerade auf, dass wir eigentlich schon genug der Folge getan haben. Und deswegen würde ich natürlich an dieser Stelle mich wieder von euch verabschieden. Und wir sehen dann das nächste Mal, was wir so Schönes machen können. Mit den beiden, wie wir den Abend noch schön verbringen können. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und bis dahin noch eine schöne restliche Woche. Ciao.